Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Ich habe gesagt, du, ihr glaubt nicht, wer heute da ist. Ich passe mich aber den Gästen an. Ja. Jetzt sehe ich dich, du schaust aus, wie, als ob du zu einem Abendevent gehst. Ich wollte mich dich anpassen. Ja, geil. Ja, schaut, ich bin in Tracht. Sehr schön, ich muss sagen, es ist eine außergewöhnliche Tracht. Das ist eine Tunika, die man als Tracht tragen kann. So, aber ich sehe dich ja sehr oft in Tracht. Ja, ich habe immer ein Dirndl dann an. Magst du das? Oder ich liebe das Dirndl, ja. Auch privat? Auch privat, da ziehe ich es natürlich jetzt nicht so oft an, weil ich nicht so viele Gelegenheiten habe. Aber ich habe schon wahrscheinlich 8, 9 Dirndl mittlerweile zu Hause. Ich weiß noch, du hast, glaube ich, die meisten Schuhe im ganzen Sender gehabt. Wirklich? Ja, zumindest waren die bei uns im Fundus. Das waren ja Senderschuhe, die haben ja, mir gehört. Ja, ja, aber das war ja Wahnsinn. Ich mache meine Hände in Unschuld. Ja? Ich weiß. Da hat sich eine von euch ausgetobt. Ja, vielleicht, ja. Aber das weiß ich noch, das war ein Wahnsinn. Ja? Sind deine Sendungsoutfits auch vom Style her die du privat trägst? Oder ist das für dich was ganz anderes, eigentlich vom Look her? Das ist sehr unterschiedlich, weil ich ja unterschiedliche Sendungen mache. Mhm. Natürlich jetzt eine große Freitagabend 20.15 Uhr Show, da hast du was anderes an als bei Bauer sucht Frau, wo ich im Dirndl unterwegs bin. Also ja. Für die große Show, große Bühne braucht es dann natürlich schon was mit Glitzer und irgendwie. Ich meine, das sind Bühnenoutfits, das hat mit einem normalen Outfit nichts zu tun. Ja, ja. Da bin ich der große Zampano, ich sehe mich auch so. Ich bin da die Domdöse. Wirklich, ja. Das ist meine Show. Ja. Da peitsche ich alle durch. Mit viel Herz natürlich, aber ich gebe da schon den Takt an und da fühle ich mich einfach in der Hose wohler. Da weißt du, ich bin schneller, ich kann besser. Ich bin auch nicht so jetzt dann der Weibchentyp, der dann so trippelt mit irgendwelchen Stöckelschüchen, ja. Sondern flache Schuhe? Du mal was. Nein, ja. Ich habe schon Stöckelschuhe, aber ich bin schon wie ein Bauarbeiter. Ja, also, ja, ich bin jetzt nicht so der Weibchentyp. Ja, ja, aber du bist oft schulterfrei. Das ist mir, oder du hast oft wirklich, sage ich mal, Hauptaugenmerk auf Schultern. Das ist bei mir, da fühle ich mich dann so nackert. Ich weiß nicht, aber ist es dann bei dir anders? Oder ist das lieber mehr oben? Naja, ich habe erstens mal ja immer eine schöne Hautfarbe. Das ist sehr gut. Wo viele dann sagen, oh, ich bin so blass oder so. Ja, ja. Ich bin immer schön gebraun. Und prinzipiell, ich meine, das ganze Fitnesstraining hier mit meinen Push-Ups, die ich mache. Machst du das? Das kann man ja dann noch sehen, oder? Wirklich? Machst du viel? Ich weiß gar nicht. Viel mache ich nicht, aber ein bisschen was mache ich schon. Schon, immer die ganze Zeit. Ist das privat dann, wie bist du? Bist du eine, mit der man gut einkaufen gehen kann? Oder bist du eine, die sagt, um Gottes Willen, ich hasse Einkaufszentren oder ich bestelle nur online? Wie ist das bei dir? Prinzipiell gehe ich nicht so gerne einkaufen, weil ich wenig Zeit habe und meine Zeit dann eigentlich anders zupflastere mit irgendwelchen wichtigen Dingen, die ich unbedingt machen möchte oder mir zumindest einbilde, das ist wahnsinnig wichtig. Und bin eine, wie soll ich sagen, es gibt ja so Leute, weißt du, wenn ich dann mal zufällig in der Stadt bin und ich gehe wo vorbei und sage, aha, das schaut gut aus, bin ich auch schon drin und kaufe das gleich. Und wie ist dein Kleiderschrank zu Hause? Die Schränke? Also das Zimmer? Es ist auf jeden Fall ein Ankleidezimmer, aber mit einem komme ich gar nicht aus. Ich habe sehr, sehr viele Sachen. Ja. Cool, ja. Und sind das auch aber Sachen? Auch über die Jahr, was ich anzahlt, ja? Ich bin ja da viele Sachen, die hängen da schon seit 20 Jahren. Ja, ja. Klassisch und zeitlos. Und du hast viele Sakros auch gehabt, das weiß ich noch, oder? Auch viel mit großen Revers und immer auffällig. Waren das Sachen, meistens in den Sendungen, die dann extra genäht worden sind? Also Anfertigungen speziell, teils, wie Kostüme? Teils, ja. Also teils, wie gesagt, für die großen Abendshows sind das dann wirklich teilweise Sachen, die auf den Leib geschneidert sind, wo man wirklich quasi kurz bevor die Sendung beginnt, wird man da hineingenäht. Ja, das ist ja Wahnsinn, dann, ja. Wenn man mal vielleicht auf die Toilette muss in der Sendung, gibt es einen genauen Zeitpunkt, wo man gehen kann, weil da hast du 4 Minuten Pause. Dann geht aber die Dame, schneidet mich dann kurz auf, dann schnell wieder zunähen, noch 1 Minute 10, dann bist du wieder drauf, das ist in der Live-Sendung. Also, ja, das sind dann schon teilweise auch wirklich Maßanfertigungen. Ist auch so, ja. Du hast 2 Kinder, deine Tochter ist ja jetzt schon in einem Alter, wo die selber auch einen Style hat, sage ich mal. Ist das bei euch auch Diskussionen? Findet die das gut, was du anhast? Oder geht sie gemeinsam einkaufen? Über Mode diskutieren wir gar nicht. Aber also mein Mann hat mehr an ihrem Kleidungsstil auszusetzen als ich, weil ich bin da verständnisvoller. Ich meine, okay. Sie ist ein junges Mädchen, die sieht gerne Jeans an und irgendwie so ein Sweatshirt. Bauchfrei? Immer nur Bauch. Ich weiß, immer nur Bauch, auch im Januar, wenn es kalt ist. Ja, ich weiß. Genau, ja. Immer nur bauchfrei. Aber das habe ich mir jetzt schon abgewöhnt, weil ich
ich schmunzle und erinnere mich an früher, ich war ja genauso. Warst du auch so? Natürlich, ich habe immer gehört, die Nieren und so weiter und ein Unterhemd anziehen, da rein, da raus. Und das ist bei meiner Tochter genauso. Ich finde, du bist eine Person, die immer gleich ausschaut. Du hast dich ja in den ganzen Jahren, wie viele Jahre bist du vor der Kamera? 20 Jahre, wenn nicht sogar. 32. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn nicht sogar mehr, aber das ist ja Wahnsinn. Was machst du, dass du immer gleich ausschaust? Ist das gesunder Lebensstil? Ist das viel Schlaf? Ist das, keine Ahnung, super Cremen? Oder was ist so dein Geheimnis? Ich glaube einfach, dass ich in mir auf eine gewisse Art und Weise ruhe, bei aller Hektik, die ich auch habe, weil ich ja immer so eine wahnsinnige To-Do-Liste habe und immer viel mehr machen wollen würde, als ich leider in diesen 24 Stunden unterbringe, so rund 7 Tage die Woche. Mhm. Aber letztendlich bin ich einfach sehr bei mir. Mhm. Ja? Und deswegen, natürlich, ich werde auch älter, das geht ja an keinem vorbei, aber ich hoffe, es geht um Best Aging, ja, klar. Dass man bestmöglich älter wird und ja, ich fühle mich. Oder hast du so ein Ritual? Bist du vegan oder vegetarisch? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Nein, ich esse wahnsinnig gerne. Schnitzel? Ich hatte eine ganz schreckliche Schnitzelphase, da habe ich einmal wirklich jeden Tag Schnitzel gegessen, aber diese Phase habe ich zum Glück überwunden. Du, weil in der bin ich jetzt drin. Ach so, wirklich? Ganz furchtbar. Es geht wieder vorüber. Ja. Aber wie lange hat die gedauert? Das waren bei mir ungefähr 4 Monate, da habe ich aber fast jeden Tag Schnitzel gegessen. Also jetzt im Nachhinein entsetzlich, aber damals fand ich das wunderbar. Das ist köstlich, ja? Köstlich. Was mir schon auffällt, dass immer wieder auch die Outfits ein Gesprächsthema sind bei dir, ja? Ich kann mich erinnern, erstes Outfit, Starmania, da bin sogar, obwohl ich dich gar nicht kenne, ich gefragt worden, als Modefrau, wo ich gesagt habe, ich finde es schon cool, also ich meine, es ist einfach mal was anderes, ja, aber ist das immer schon so gewesen, weil du bist ja schon, sag ich mal, auffällig, ja, einfach auffälliger als andere, auch vom Wesen her, dass deine Outfits schon noch immer vielleicht so ein bisschen wilder sein sollten oder ist das rein zufällig? Nein, das ist nicht beabsichtigt, aber vielleicht, ich bin, wie du richtig sagst, halt ein gewisser Typ und vielleicht wirken die Sachen auch an mir nochmal anders. Vielleicht sind die so geboostert dann irgendwie auch, oder? Also vielleicht an einer Blondine, ich weiß es nicht. Aber ganz generell guckt man ja auf das Outfit einer Frau. Suchst du selber auch mit aus? Natürlich, klar. Mhm. Ja, also ich kann jetzt nicht einmal den schwarzen Peter da nur anderen in die Schuhe schieben, sondern natürlich ziehe ich das an, was mir gefällt. Ja? Oder von dem ich denke, dass es auch zur Sendung passt und so weiter. Also, und wohlfühlen muss ich mich auch letztendlich. Ich mache ja gern neue Sachen. Du bist Kommissarin. Maybe! Das habe ich dich noch nie gesehen. Maybe. Du, oder bist du in einem Krimi mit? Du bist maybe. Bei Soko Donau könntest du mitspielen. Eine gute Idee, ich werde mal dort anrufen. Du, warum nicht? Habt ihr eine Rolle für mich? Ja? So habe ich dich noch nie gesehen, ja? Okay. Und ich war bei Kommissar Rex, habe ich schon mal die Leiche gespielt. Ich habe einen Sprechtext gehabt, was sage ich? Echt? Ich war gar nicht die Leiche. Ich war die Verdächtige oder so irgendwie. Ich glaube, du kannst nie die Leiche sein. Ich glaube, das geht gar nicht. Die redet ja noch. Ja eben, das geht nicht, ja. Sehr gut, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Wir haben, glaube ich, alles aufgenommen, was wir besprochen haben. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.